herzlich willkommen auf meinem Putzkanal. Ihr habt eben schon eine kleine Einwendung gesehen. Ich habe Heizkörper sauber gemacht und hatte den Hühler mit zur Grundreinigung bei mir auf der Arbeit. Aus diesem Grund möchte ich heute ein Video machen, wo es um das Thema, wie reinige ich meinen Hühler eigentlich, geht. So, los geht's. Ich habe hier einfach alles in der blauen Tüte, habe ich so von der Arbeit mitgenommen, habe nichts ausgespült und gar nichts. Ich mache den Hühler bzw. die Schläuche und die Rohre immer bei mir in der Spüle sauber, das geht eigentlich ganz gut. Lasse da jetzt Wasser reinlaufen und den Sanitizer und genau, den Rest zeige ich euch jetzt gleich. Der Hühler muss bei mir wirklich einiges aushalten. Hier kannst du sehen, wie er fast täglich auf Herz und Nieren getestet wird. Da ich oftmals unschöne Sachen einsauge, hat er sich wirklich mal etwas Wellness und eine ordentliche Reinigung verdient. Ich lasse jetzt genügend Wasser hier reinlaufen. Denke mal schon, dass ich es bis zur Hälfte fülle. Dann habe ich hier den Sanitizer. Das ist Wasserstoffperoxid und Ethanol. Ich kann euch das gleich auf jeden Fall mal einblenden, was da so alles drin ist. Jedenfalls macht der den Hühler, die Schläuche, die Rohre und die Aufsätze wirklich schön sauber. Empfehle ich auf jeden Fall immer dann, wenn ihr auch eklige Sachen eingesaugt habt, Körperflüssigkeiten und so weiter und so fort, danach immer bitte eine Reinigung machen. Im Hühner selbst habe ich jetzt nichts drin. Ihr seht, ich habe den wirklich nicht sauber gemacht. Um den Wasserbehälter kümmere ich mich im Anschluss und warte jetzt erstmal, bis hier alles vollgelaufen ist. Alle Aufsätze, die ich benutzt habe auf der Arbeit, werde ich jetzt erstmal hier ein bisschen einweichen. Ich lasse da auch wirklich schön das Wasser durchlaufen. Die Pustedüse habe ich auch benutzt. Fugendüse. Und natürlich hier die Kleiderbürste. Das lasse ich jetzt erstmal alles schön 5 Minuten hier einweichen. Für diese Zwischenräume hier nutze ich immer eine alte Zahnbürste. Damit kriegt ihr das wirklich richtig gut sauber. Alternativ für diese Borsten hier nutze ich so einen alten Flohkamm meiner Hündin. Damit kann man hier Wollläuse und was weiß ich, irgendwelche Fäden und so weiter einfach auch super gut aus diesen Borsten rausziehen. Jetzt nehme ich mir einfach den nächsten Schlauch hier raus, habe den schon mal angesteckt. Wie gesagt, Hühler ist leer, ist gar nichts drin und sauge einfach komplett das Wasser hier ein. Übrigens findest du auf meinem Instagram-Account zahlreiche Highlights und kannst den Hühler in vielen Einsatzbereichen sehen. Hier muss er wirklich einiges leisten. Ich freue mich auf deinen Besuch. So, das ist schon der Wahnsinn, ne, was sich da in so einem Schlauch ansammelt. Finde ich ziemlich eklig. Und ich weiß nicht, ob ich bei meinem ganz normalen Filtersauger damals jemals den Schlauch gesäubert habe. Ich glaube nicht. Das gleiche mache ich natürlich jetzt mit dem Nimbus-Schlauch auch. Lass hier wieder Wasser reinlaufen, wieder ordentlich Sanitizer. Damit geiz ich übrigens echt nicht. Das macht wirklich ein gutes und sauberes Gefühl. Ich finde es einfach immer wieder wahnsinnig krass, wie viel Schmutz in den Rohren und Schläuchen steckt. Wenn ich mir dann einen Trockensauger mit Filter vorstelle, mag ich gar nicht dran denken, was da in den Rohren und im Schlauch schlummert. Vermutlich eine neue Spezies. Als letztes nehme ich mir noch die Rohre, lasse hier jetzt auch ein bisschen Wasser reinlaufen und dann sauge ich jeweils die Hälfte vom Wasser mit dem Rohr ein und dann war es das schon mit Schlauch- und Rohrreinigung. Ja, diese einfache Reinigung vom Hühler, das ist für mich der Pluspunkt gewesen, weswegen ich mich auch für den Hühler entschieden habe, dass ich einfach im Nachgang nach dem Säubern hier nicht noch 1000 Schrauben lösen muss, hier und da sauber machen muss. Ich kippe einfach den Wasserbehälter aus, spüle einmal die Rohre durch. Das mache ich natürlich auch nicht nach jedem Saugen, sondern maximal einmal die Woche oder eben dann, wenn ich eklige Sachen eingesaugt habe. Und das ist einfach mega Zeitersparnis. Finde ich, ist ein absoluter Pluspunkt gegenüber anderen Geräten. So, ein Rohr habe ich schon sauber. Jetzt kommt das nächste. Ich richte jetzt mal die Kamera hier auf den Wasserbehälter. Da ist wie gesagt nichts drin. Und ich sauge jetzt einfach das Wasser auf und wir gucken mal, was da so drin ist.
Ich freue mich immer sehr über eure Nachrichten und euer Interesse am Hyda. Mir liegt die 1:1-Betreuung total am Herzen und ich möchte euch immer bestmöglich beraten wissen. Solltet ihr noch Fragen haben, meldet euch gern. Jetzt habe ich nur noch den Wasserbehälter. Der sieht bei mir ja schon seit eh und je echt scheiße aus, weil ich hier auch Ceramis und allen Kram immer einsauge. Also der muss hier wirklich leiden. Ich kann ihn noch mal so ein bisschen auch ins Licht halten. Ne? Also, ja. Der hat die besten Zeiten hinter sich. Ich reinige den immer mit so einem Putzstein hier. Da ist bisher wirklich noch nichts passiert. Ich habe den, da hat sich irgendwie nicht hier irgendwas abgerieben oder so. Es wird fein sauber. Seit einigen Monaten nutze ich das AquaClean, um meinen Wasserbehälter bestmöglich zu schützen. Melde dich gern für mehr Infos oder Interesse. Ich freue mich auf deine Nachricht. Oh, der Motorkopf sieht natürlich echt ein bisschen schäbig aus gerade. Der Hühler hat natürlich heute und gestern auch wirklich alles gegeben. So, das mache ich jetzt einfach mal mit einem Tuch hier weg. Und dann nehme ich mir jetzt einfach ein feuchtes Tuch und mache hier einmal sauber. Diese Stellen hier mache ich auch immer ganz gerne mit einer Zahnbürste sauber. Noch ein kleiner Hühler-Tipp. Wenn der Hühler bei der Luftreinigung anfängt zu müffeln und zu stinken, dann checkt mal hier diese Gummilippen. Hier kann man auch gut mit einem Wattepad oder mit so einem Q-Tip zwischen oder eben der Zahnbürste. Dann hat sich da manchmal so Schmuck abgesetzt. Wenn ihr das rausmacht und dann einfach eine Luftreinigung ein bisschen mit Zitronensäure laufen lasst, dann müsste das mit dem Geruch schnell wieder vorbei sein. Alternativ könnt ihr auch mal bei eurem Separator, den lasst ihr ja sonst wirklich sehr in Ruhe, mit einer Zahnbürste hier diese Lamellen ein bisschen sauber machen. Da aber unbedingt vorher auch eine Luftreinigung machen mit ein bisschen Zitronensäure und dann einfach mit einer Zahnbürste ganz vorsichtig hier diese Lamellen sauber machen. Und dann sollte das mit dem Geruch eigentlich relativ schnell vorbei sein. Ich habe jetzt leider nicht gezeigt, wie die Reinigung vom Elektroschlauch ist. Da ist das vom Prinzip ähnlich. Wichtig ist nur, dass die Elektrokontakte natürlich nicht in Kontakt mit dem Wasser kommen. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Man nimmt einfach die Fugendüse, setzt die auf den Elektroschlauch und saugt dann das Wasser ein. Dann habt ihr nämlich ein bisschen mehr Abstand zwischen Wasser und den Elektrokontakten und dann passiert da auch echt gar nichts.